Moin Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Heute machen wir das entscheidende Review zu diesem wunderschönen OnePlus 7 Pro. Heute sage ich euch, was mir alles gut gefallen hat und was nicht an diesem schönen, wunderschönen Gerät. Dann fangen wir auch schon mal an. Das wird diesmal ein ganz kurzes Review sein, da ich das einfach schnell und ganz kurz bearbeitet haben möchte. Also fangen wir an. Das Gerät an sich selbst, wunderschön. Auch ein wunderschönes, riesiges Display. Das ist das Beste daran natürlich, worauf ich mich nicht freue, auf mein altes Gerät wieder zurückzugehen. Leider bei diesem großen, riesigen Display von 6,78 Zoll. Das Gerät hat hier Finger-Imprint-Sensor, geht sofort an, auf das Gerät. Alles super. Dann kann man hier auch schon durchgehen. Richtig schön alle Apps. Flüssige 90 Hertz. Die Helligkeit, also die Helligkeit, da kann man stolz sein, dass sie hell genug ist, denn wenn ich einmal so voll aufdrehe, dann wird da alles hier im Hintergrund dunkel und der Sensor bei dieser Kamera wird hier leider etwas ungenau und dann kann man auch schon weniger sehen. Ich habe mich dann auch noch für das dunkle, also dunkle Version entschieden, die ich hier in Android auch, also der Dunkelmodus ist jetzt auch drin, seit dem Android 9 Update. Und das Gerät bekommt noch einen Stolz, also ich weiß nicht genau, aber ich denke mal, dass das Gerät noch Android 11 bekommen wird. Denn das neueste Update, was wir hier drauf haben, und das System, da unten Updates, ist auf neuesten Stand OxygenOS 10.0.5. Das letzte Update hat einfach mal nicht viel ge gemacht, außer den RAM optimiert, Stabilität des Systems, ein paar Fehler und dann das März-Sicherheitsupdate. Dann noch zu der App Gallery ein paar hier Verbesserungen. Und das war es auch eigentlich schon. Dann das angesprochene Feature, was in diesem OnePlus 7 Pro noch drin ist, nämlich gehen wir auf Display da und dann haben wir hier Bildschirmwiederholrate, haben wir 90 Hertz und das saugt eigentlich nicht so heftig den Akku, wie man denkt, denn das Gerät hält bei mir pro Akkuladung mehr als 8 Stunden durch. Aber wenn man jetzt richtig hardcore mit Mobilfunk ist und dann noch Videos schaut, dann saugt das schon mal den Akku leer und dann hat man gerade mal so 5 bis 6 Stunden Leistung. Und dann kann man auch gleich zum Punkt Akku kommen. Der ist. Wo haben wir den? Wir sind doch immer noch im Display natürlich. Dann gehen wir etwas runter. Da, Akku. So, also wenn man hier auf Nutzungsstatistiken sieht, dann sagt er mir Restlaufzeit von 17 Stunden. Also 17 Stunden Bildschirm-On-Time nicht, sondern normal im Auszustand. Eine ganz gerade Wegslinie von 100 auf 0%. Ja. Gehen wir weiter zum nächsten. Also Akkuoptimierung sollte man nichts tun. Da liegt an den Apps. Und das beste Feature an Android, schon ab Android 9, ist, wenn man auf WLAN geht, Datennutzung und dann WLAN-Datennutzung. Dann kann man auf Apps gehen. Und manche auch davon einfach mal
einschränken lassen. Also Hintergrunddaten komplett wegschließen, WLAN deaktivieren und Datennutzung deaktivieren. So kann man die Apps einfach mal komplett vom Internet trennen, auch wenn man das anhat. Das ist top. Auch so manche Sachen, die ich hier nicht erklären kann, zum Beispiel hier diese App, was das hier soll, 10.3.49. Darüber habe ich echt keine Ahnung. Android OS ganz normal. Firefox und alles bla bla bla. Ja, manchmal kommen so welche komischen Zahlen raus. Dann sagte ich hier irgendwelche Vorschläge. Datensparmodus deaktivieren ist jetzt nicht hilfreich, aber so manches anderes. Und das Coolste ist, dass wir hier so ein Feature haben wie beim iPhone, nämlich diese, der hier. Damit kann man stumm schalten. Klingelton, Vibration, stumm. Und ich habe immer auf Vibration, weil die haben einfach keine vernünftige, also nicht so tolle Benachrichtigungstöne. Und die nerven auch öfters mal. Und dann habe ich mich auch noch entschieden für hier, dass man per Gesten das machen kann. Weil das einfacher ist und auch noch so richtig mit diesen 90 Hertz richtig Spaß macht bei diesem Gerät. Dann kann man hier gern, wenn man, das ist noch der Homescreen, dann geht man einfach einen weiter nach rechts und hier ist noch ein Tipp, hier kann man die Schritte, also den Schrittzähler sehen, wie viel man insgesamt gelaufen ist. Dann hier noch ein Kalender und das war's. Man kann ihn einrichten, wie man will. Dann ganz alles noch dagelassen, zum Beispiel die Wetter-App, Steam. Nur hierzu habe ich nur Spotify hinzugefügt und sonst einige Google Apps weggelöscht. Deaktiviert kann man sagen. Ja. Dann haben wir, kann man hier mit dem WLAN oder auch besser gesagt mit dem Mobilfunknetz, komm schon, vernünftige Werte erzielen. Zum Beispiel, wenn man jetzt auf Speedtest geht, welche ich jetzt gerade nicht offen habe. Speedtester. So. Akzeptiert man und dann startet er auch schon. Also dieser Mobilfunkstandard ist auch top, finde ich. 4G Plus habe ich im Moment da oben zu sehen. Und da sieht man es auch schon. Also ich bin zufrieden mit dieser Leistung. Ich kann darüber nicht meckern. Ja, das war anscheinend nur ein Download-Test, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, dann kann man auch wieder rausgehen. Ja, was wollte ich sagen? Eigentlich, Display ist total in Ordnung. Man kann auch hier ein bisschen rumschrauben, zum Beispiel bei Bildschirmkalibrierung, auf natürlich, erweitert für Profis, die wissen, wie man hier was einstellt. Dann kann ich auch gleich wieder alles abschalten und gehe wieder zurück zu lebendig, weil das sieht angenehm und gut aus. Dann kann man hier noch die Auflösungen von standardmäßig Full HD Plus auf Quad HD Plus machen. Das wird dann aber die Batterie wieder abziehen und das ist auch nicht Sinn der Sache für mich. Deswegen habe ich das gelassen bei Full HD Plus. Dann kann man hier noch so einiges wie zum Beispiel den Nachtmodus aktivieren, dann macht er so einen Gelbstich, den kann man auch wieder machen, zum Beispiel am wärmsten, Dunkelheit von der Helligkeit und von wann bis wann einstellen und manuell anschalten natürlich, also super. Dann gibt es hier einen Video-Enhancer, den habe ich nie benutzt, weil ich finde, die Videos sehen schon so top aus. Dann kann man hier so ein bisschen modifizieren bei der Statusleiste, Bildschirmschoner und sonst so. Einiges mehr. Bei Anpassungen kann man die ganze Always-On-Display kann man sozusagen sagen, wenn man drauf tippt, zum Beispiel wenn ich jetzt ausmache, dann ist er aus und dann kommt das Always-On-Display, was kurz auf ist und dann ja, anmacht. Dieses hier kann man ändern. Alles anpassen in diesem Anpassungsmenü. Auch die ganzen Buttons und so. Top. Also top, gute Leistung hat OnePlus gemacht, deswegen finde ich die richtig gut.
dass ich das erstmal ein gutes Handy erwischt habe. Also für mich reichen diese 128 GB völlig aus. Ich habe gerade mal 30 GB verbraucht. Davon sind vom System 12 schon reserviert gewesen. Ja. Einiges auf jeden Fall. Dann gibt es hier auch einen Manager, der das Ganze managen kann. Nicht wichtig bei mir. Dann gibt es hier so ein Digital Wellbeing, den ich auch nicht benutzt habe. Aber man kann sehen, wie oft ich hier drin war. Schon 14 Mal entsperrt. 2 Stunden heute benutzt. Also relativ wenig. Ja, dann hat hier von Haus aus OnePlus noch ein paar Dienstprogramme drin, wie zum Beispiel den OnePlus Switch. Mit denen hat es leider bei mir nicht geklappt, die ganzen Apps und die ganzen Daten rüber zu bringen. Leider hat das Gerät auch keinen SD-Kartenslot, deswegen habe ich auch meine Daten da nicht geschafft rüber zu bringen. Parallel-Apps habe ich mal probiert zu benutzen, hat nicht wirklich was geholfen bei mir. Also mehrere Clash of Clans oder Clash Royale Accounte benutzen. Dann OnePlus Labor. Da können die so welche Sachen, also in Entwicklung befindende Beta-Sachen reinbringen und man kann sie sich rein hier runterladen, halt aktivieren und alles. Und ob man es gefällt und nicht, das kommt jedes Mal. Naja, ich habe jetzt bis jetzt nicht mehr, nur das eine hier bekommen, also nicht viel. Dann GameSpace, das aktiviert sich von selbst, also ich finde das ist nicht wirklich wichtig für mich. Und ich sehe gerade, ich habe schon die 11 Minuten, fast die 12 Minuten überschritten, also machen wir mal schnell hier. Puh, so sieht meins aus. Ich habe bis jetzt nur alles so eingestellt. Top, eigentlich alles. Die Animation von Flugmodus ist auch cool. Flugzeug landet, wenn man aktiviert hat. Und Flugzeug fliegt, wenn man es wieder deaktiviert. Dann Hotspots kann man öffnen. In Android 9 war das noch cool, wo man Hotspot öffnen kann, während man WLAN anhat. Und jetzt kann man nur noch über Mobilfunknetz. Dann kann man hier noch Datensparen anmachen, VPN, ja und vieles mehr halt. Ja, für mich, ich wollte jetzt nur gesagt haben, dass mir das Gerät top gefällt. Und natürlich die Ladezeit vom Akku ist auch top. Nur 1 Stunde und das Ding ist wieder voll. Also ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass dieses Gerät mal ein super Schatz ist. Und dann nicht zu vergessen, der USB Type-C-Port ist super. Ich kann ihn also egal wie rum ich reinstecke, er passt. Und nicht zu vergessen, hier die Lautsprecher, die sind top. Stereo-Funktion. Aus dieser Seite kommt Sound und aus dieser Ohrenseite. Dann hat man so ein richtig geiles Gefühl, als ob man mitten im Geschehen sitzt. Also das ist top. Das einzige Manko, was mir nicht gefällt, ist die Kamera. Die wird zu schnell unscharf, wenn man einfach so richtig nah an das Gerät rangeht. Ja, die Helligkeit von dem ist hier ausreichend in der Nacht. Und sonst Kameras, also Weitwinkel ist super überlegen. Das gefällt mir sehr gut. Würde ich gern in meinem nächsten Gerät auch haben. Dann war es das eigentlich schon alles. Ein Top-Gerät wollte ich nur sagen. Also mehr von diesen Geräten wünsche ich mir schon. Und dass sie diese unnötigen Edge-Kanten hier entfernen wieder. Das ist einfach sinnlose Geldwegschmeißerei. Sieht schön aus, aber ist unnötige, teure Reparaturen stehen dadurch. Nur wegen so einem Mist. Und während der Zeit, wo ich das benutzt habe, sind hier auch sehr viele Kratzer auf den Display gekommen. Also, das ist auf keinen Fall ein gutes Display. Außer natürlich die Darstellung vom Display, das ist top. Top, kann ich nur sagen. Sonst war es das jetzt erstmal zu diesem Video. Und ich freue mich auf eure Kommentare und wie ihr bewertet ruhig das Video und sonst vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächstes Mal. Bye.